einmal das obligatorische Beweisfoto hier am Polarkreis. Ab jetzt geht es also wirklich in den Norden und die letzten 1000 Kilometer sind angebrochen. Let's go! So, ich nutze meine Pinkelpause, um euch mal wieder ein kurzes Update zu geben, beziehungsweise heute ist es eher ein Non-Update, weil die Straße sieht heute einfach primär so aus, in alle Richtungen. Und ehrlicherweise ist jetzt nicht so viel passiert. Ja, also manchmal regnet es ein bisschen, zum Glück nicht so stark. Manchmal hört es wieder auf, manchmal ist die Straße ein Ticken besser, manchmal ist sie ein Ticken schlechter. Ansonsten ist nicht viel los. Es war aber ein cooles Gefühl, heute über den Polarkreis drüber zu fahren. Einfach mental ist das nochmal so ein Milestone irgendwie gewesen, wo man weiß, okay, man nähert sich krass dem Ende. Und ansonsten ist halt auffällig, dass die saftigen grünen Wiesen Schwedens sich jetzt hier dem etwas kargeren Land schon weichen und alles ein bisschen felsiger wird und moosiger. Sag mal so, wie ich es aus meinem Auslandssemester in Trondheim ungefähr aus Norwegen kenne. Ja, das also soweit das Update von heute und dann schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Ich freue mich auf jeden Fall, jetzt bald nach Finnland überzusetzen. Das ist dann auch nochmal für den Kopf einfach so, ja, mal wieder ein neues Land. Jetzt ist man echt über 2000 Kilometer durch Schweden geradelt und das reicht jetzt langsam auch. Und ich glaube, das wird dann auch einfach das Gefühl einem geben, dass man noch mal viel schneller vorankommt, wenn man jetzt dann nach Finnland reinfährt und dann danach nach Norwegen. Wenn schon nicht viel passiert, wir starten wenigstens mal wieder einen neuen Abschnitt. Und zwar Numero 4 müsste es sein, ja? Ja, perfekt. Also der gestrige Tag war ja relativ ereignisreich, ereignislos wollte ich sagen. Mal schauen, was heute kommt. Ehrlicherweise ist es für mich auch okay, wenn nicht so viel passiert, muss ich sagen. Heißt zumindest, dass hier irgendwie kein kompletter Wolkenausbruch oder sowas stattfindet, auch wenn ihr zu Hause euch wahrscheinlich wünscht, dass hier mehr Action ist, aber ja, für mich ist das eigentlich ganz okay, wenn ich hier die letzten Kilometer so ein bisschen vor mich hin dümpeln kann. Deshalb mal schauen, was heute kommt. Es geht auf jeden Fall ja zügig in Richtung Finnland jetzt. Jetzt geht es hier erstmal 18 Kilometer einfach geradeaus und Wolkendecke ist ziemlich zu, aber sieht jetzt auch nicht nach Starkregen aus. Von daher stehen die Chancen gut auf einen weiteren ereignislosen Tag. Aber lassen wir uns überraschen. Zeit für Mittagspause. Und ja, sobald man anhält, jetzt muss man direkt immer die Daunenweste anziehen. Und ich glaube, ich muss jetzt auch das erste Mal die dicken Handschuhe rausholen. Der Huhu sagt, immer so wechselnd 6, 7, 8 Grad. Und ja, bei der Nässe und dem Wind fühlt sich es eher an so wie 4, 5 Grad. So, bisschen Polarbrot, Makrelenfilet, schnelle Mittagspause und ja, möglichst schnell eigentlich wieder ins Fahren kommen, damit es warm bleibt. Also, guten. Schmeckt aber lecker. Und weiter geht's. Jetzt das erste Mal mit den dicken Handschuhen. Aber das ist schon gleich viel, viel angenehmer bei den Temperaturen.
Also ihr hört es am Antrieb. Es regnet schon wieder verdammt lang. Ich glaube jetzt so gute 3 Stunden eigentlich am Stück wieder. Nicht mega stark, aber doch genug, dass irgendwie alles nass und kalt ist. Aber ich hatte eben wieder mal so einen richtig coolen Trail Magic Moment. Ich bin an einem Häuschen vorbeigefahren, wo gerade jemand versucht, oben das Dach zu reparieren, auch richtig angepisst ist, dass es so regnet. Und er hat mich auf jeden Fall auf eine Tasse Kaffee eingeladen und mir eine Dose Kekse hingestellt. Ich habe kurz fast ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich jetzt die komplette Keksdose leer gefuttert habe. Aber es war echt richtig cool und ja, das sind dann echt so Momente, wo man sich so sehr freut, wenn es einfach draußen 8 Grad hat, pisst und dann sowas passiert. Also richtig, richtig nice gewesen. So, das reicht für heute. Kleine Hütte vom Fischerverein. Und hier kommt jetzt mein Zelt hin. Mich ordentlich grau gefahren heute auf jeden Fall. Ab in die Falle, noch das Video schneiden. Einfach schlafen. Heute kein einziges Mal irgendwie ein blaues Fleckchen Himmel gesehen oder die Sonne gesehen. Wirklich krass. Ich hoffe, morgen wird's wieder ein bisschen schöner. Ah, gucken wir mal. Zelt steht. Auch ein richtig guter Platz. Und am Ende des Tages hat es zum Glück nicht geregnet. Das heißt, so Hose, Armlinge, Beinlinge. Ist eigentlich alles, konnte ich alles noch trocken fahren heute Abend. Nur die Schuhe und Socken, die sind halt pitschnass. Aber das wird mir wahrscheinlich auch die nächsten Tage so erhalten bleiben. Aber ich bin schon sehr zufrieden mit trockenen Klamotten quasi hier im trockenen Zelt aufstellen. Das lasse ich schon als Luxus durchgehen. Also, gute Nacht, macht's gut.